Warte, was ist mit Kippenkerl? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Krieg ich Kippenkerl zusammen? Ich habe ein K, ja. Ein I habe ich auch, ja. Ich glaube, ich habe nur ein P, was das Ganze wieder blöd macht. Ein E und ein N würde ich hinkriegen. K-E-R. L würde ich auch hinkriegen, aber kein zweites P. Ganz ehrlich, ich guck nach der Lösung, ich komme nicht drauf, ich muss ehrlich zugeben. Wenn es dafür überhaupt eine Lösung gibt. Arschkraut und Bohrenswein, nächtliche Untersuchung am Hafen. Auge der Göttin. Fee, mal gucken. Mal gucken.
Komm echt nicht drauf. Ich suche gerade noch, tut mir leid. Ah, Spoiler. KI. Ich sollte Keepen Kerl auch richtig schreiben. Gott, fühle ich mich doof gerade. Keepen Kerl schreibt man nicht mit IPP, sondern mit IE. Und ich habe noch ein E, ja. Okay. So, das heißt, aus der ersten Truhe brauche ich ein K und ein R. Also jetzt machen wir das erst einmal. Mit allen Hinweisen. So, das ist die dritte Truhe gewesen. Da brauche ich ein E. Ach so, nee, das ist, ja doch, das ist die dritte E. Das P und das N raus. Also ja, der Kiepenkerl ist die richtige Lösung. Ich soll die nur richtig schreiben. Ich soll nicht Kippenkerl, sondern Kiepenkerl schreiben. So, da brauche ich ein E. Ein L und noch ein E raus. Jetzt machen wir das einfach mal so, um zu gucken, was wir am Schluss kriegen. Und dann will ich wissen, was die größte Belohnung ist. Also wenn wir es ohne Hinweise machen. So, das ist die vierte Truhe. Da brauchen wir ein K draus. Und ein I. So, das sind die Sachen, die wir brauchen. Und die sollen jetzt in diese Truhe hier rein, um ein Wort zu bilden. Ja. Also, erster die Kohle. Dann brauchen wir ein Ilma. Platt, dann nehmen wir irgendwas mit E, nehmen wir mal das Ei. Dann brauchen wir das P.
Ein E, ein N, damit haben wir das Kiepen schon mal. Da brauchen wir K, E, R, L. Ja. Das Rätsel ist gelöst und sollte jetzt. Und jetzt sollte ich die Truhe öffnen, um meine Belohnung zu bekommen. Bin gespannt, was es wohl sein mag. Oder ein Fussel. Okay. Ich habe meine Belohnung bekommen und kann das Reich der Feen wieder verlassen. Das Rätsel ist gelöst, ich habe meine Belohnung bekommen. Jetzt kann ich wieder nach Aventurien zurückkehren. Ha, ha, ha. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Nix mehr. Okay. Das heißt, wir laden dieses Quicksave nochmal. Und dann holen wir uns die volle Belohnung. Okay. Du bist Nummer 4 gewesen. Oder? Ja. Nee. Doch, du bist Nummer 4 gewesen. Also von dir brauche ich nur das K und das I. Die Katze war Nummer 3. Ja, die Katze. Jetzt bin ich verwirrt. Ja. E, L und noch ein E. Ja. Eine Person, die es nur im Kosch gibt. Die gern umherreist, die man mag und die Sache dabei hat. Ja, ein Kiepenkerl. Also nicht direkt Bredo Bento. Aus der ersten brauche ich das K und das R, den Rattenschwanz. Na gut, Lebensbalken über die Köpfe, das ist in Ordnung. So. Und aus der letzten Truhe brauche ich dann das E, das P und das N. Hi. Hallo. Sehr lobenswert. Ja. Das E, das P und das N. So. Sieht aber schon recht nett aus mit den übergroßen Pflanzen. Also Einbeeren und was auch immer. Ja, das hier ist zum Beispiel eine Einbeere gerade. Sieht jedenfalls aus wie eine Einbeere, ja. So, dann fangen wir an. K, I, E, P, E, N. K-E-R-L. So, öffne die Truhe. Anleitung für ein Flammenschwert. Ja, nach Aventurien zurückkehren.